Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern den fünften Sonntag im Jahreskreis und haben interessante Texte. Gehen wir zuerst in die Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Dort heißt es: Wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen. Denn ein Zwang liegt auf mir. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Zwingt jetzt Jesus doch? Normalerweise ist es ja so, dass wir das ganz hochhalten, dass wir alles freiwillig tun, so wie Gott auch alles freiwillig tut und nicht unter Zwang die Erlösung gewirkt hat. Nicht unter Zwang ans Kreuz gegangen ist, sondern freiwillig, aus Liebe, darin besteht das große Verdienst Jesu Christi auch bei uns. Und hier spricht aber der heilige Paulus von einem Zwang, ein heiliger Zwang, ein heiliger Zwang. Eben, es ist eben nicht ein Zwang, den die Welt ausübt, wo man unfrei wird und ein Zwang auf einem ist, sondern in der Erkenntnis, dass er so tief berührt wurde und Jesus ihm erschienen ist, dort vor Damaskus, und hat ihn vom Pferd heruntergeworfen und das Licht hat ihn durchstrahlt und er hat so viel Gnade bekommen und hat eingewilligt, freiwillig, aber der Herr hat ihn ganz schön in der Weise erschüttert innerlich, weil er auch die Christen verfolgt hat, ihn selbst verfolgt hat, weil er sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann darf er auch mal einen Menschen schütteln, weil Gott selbst verfolgt wird und er darf souverän alles tun. Er holt ihn nur vom hohen Pferd herunter, dass er aufhört, sein Volk, letztlich ihn, in den Christen zu verfolgen. Wir sehen, Gott passt auf seine Brüder und Schwestern auf, passt auf seine Kinder auf. Wenn sie verfolgt werden, ist es immer eine Verfolgung von Jesus selbst. Von Jesus selbst. Und hier wird Paulus so tief berührt, dass er einen Drang auf sich verspürt, eben wie einen heiligen Zwang. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde, aus dem, was er erlebt hat. Genauso sagt ja Petrus genauso: Können wir schweigen über das, was wir erlebt haben? Paulus spricht davon, von genau dem. Können wir schweigen? Können wir dieses Evangelium, das Leben, das Heilung, das Befreiung bringt, können wir darüber schweigen? Können wir jetzt die Leute in der Weise, da wir es erkannt haben, vom wahren Leben, vom göttlichen Leben, vom übernatürlichen Leben abhalten? Wir wissen es. Deswegen liegt auch auf uns Verkündern, wenn wir es wissen, dass alles dem Menschen geschenkt wird und sonst wäre der Mensch in Finsternis und in Schatten des Todes, er wäre verloren und könnte nicht mehr zum Vater zurück. Es liegt in unserer Hand, dass wir dieses Evangelium verkünden, dass sie es wenigstens gehört haben. Sonst heißt es ja bei Jeremia, da wird es von uns zurückverlangt. Wenn wir schweigen und stumme Hunde sind und nicht reden und das Evangelium nicht verkünden, wenn Gott uns so eine große Gnade gegeben hat des Glaubens, dass wir glauben, dann können wir von diesem heiligen Zwang, der auf ihm liegt, weil er so viel erlebt hat mit Christus, können wir es gut verstehen. Dann musst du hinaus. Es ist wie ein Drang, ja, ein heiliger Zwang aus dem Erlebten und der freiwilligen Annahme des Evangeliums, dass ich hinausgehe und das Evangelium verkünde. Und wehe uns, wenn wir schweigen. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Weil dann kommt Gott zu ihm und sagt: Du hast es gewusst. Ich habe dir so viel Gnade geschenkt. Ich habe dich so begnadet und habe dir mein Licht geschenkt und du hast es verworfen. Deswegen sagt der Jesus: Selig, der an mir keinen Anstoß nimmt.
Jetzt ist ja die Zeit angebrochen, dass Gott wieder alle einlädt zu sich. Können wir über das schweigen, dass Gott die ganze Menschheit einlädt zur Hochzeit und wieder zu ihm zurückbringt? Können wir schweigen, wo wir so durch die Erbsünde von ihm getrennt sind, dass jetzt Gott die Entscheidung getroffen hat, von Ewigkeit getroffen hat und jetzt der Zeitpunkt ist, dass Gott alle einlädt und zu sich zieht. Keiner kann zum Vater kommen, keiner kann zu mir kommen, ohne dass der Vater ihn zieht. Es ist eben dieses Ziehen zum Erlöser hin, denn keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das steht eigentlich dahinter, hinter diesem Zwang, den heiligen Zwang, den Paulus beschreibt, der so hineingenommen ist ins Licht. Er wird ja in den siebten Himmel hinaufgenommen und er wusste nicht, ob er mit dem Leib dort war oder ohne Leib, nur mit der Seele, er wusste es nicht. Er durfte in den siebten Himmel hinauf, hineinschauen. Gott hat ihn so tief hineingenommen in dieses Licht, dass er unmöglich schweigen kann. Da liegt dieser heilige Zwang eben auf ihm, dass er reden muss, weil er eigentlich gar nicht mehr glauben muss, sondern hat es gesehen. Weil der Glaube geht auch in eine Gewissheit über. Wenn du so viele Dinge gesehen hast und erfahren hast und Wunder gesehen hast und die Wunder vor ihnen geschehen sind, weil es geschahen ja Wunder durch die Hände der Apostel, durch Paulus Zeichen und Wunder. Petrus war ja so, dass wenn er nur vorbeigelaufen ist und der Schatten auf einen Kranken gefallen ist, von Petrus ist er gesund geworden. Wenn man die Schweißtücher von Petrus auf die Kranken gelegt hat, sind sie gesund geworden. So viele Zeichen und Wunder sind geschehen, so sind wir eigentlich schon im Evangelium. Weil Jesus evangelisiert, und das ist die Evangelisationsmethode schlechthin, immer durch Zeichen und Wunder. Er geht hinein in das Haus des Petrus, eben die neue Kirche, die er gegründet hat, und heilt sofort die Schwiegermutter. Jesus hat sogar ein Herz für die Schwiegermütter. Auch sie heilt er. Manchmal brauchen diese in besonderer Weise die Schwiegermütter und die Schwiegerväter die Heilung, die sich manchmal in die Ehe einmischen. Ja? Die jetzt im Grunde da liegt mit Fieber, die letztlich auch ein Zeichen ist für die ganze Menschheit, die in Sündenkrankheit da niederliegt. Und der Herr sie an der Hand fasst, die ganze Menschheit und herauszieht aus der Sünde. Das Sündenfieber hinwegnimmt von der ganzen Menschheit. Und den Menschen aufrichtet und sofort kann der Mensch Gott dienen. Wenn er ihn befreit durch die Taufe, wenn er ihn befreit durch die heilige Beichte und die Sünden vergibt und dieses Fieber, das Sünde weicht. Wir sehen, nur Gott hat die Macht, alle Krankheiten und Leiden, alle Pandemien und alles Mögliche von uns fernzuhalten. Nicht eine Ehe umsteht, hören wir. Am Abend, als die Sonne unterging, also es war Sabbat, sie mussten warten, bis die Sonne unterging, weil am Sabbat durften sie ja keine Wege tun, dann kamen sie, als die Sonne unterging, mit allen Kranken, Besessenen vor die Haustüre der Kirche. Sie brachten alle zum Hause des Petrus, zum Haus, das Christus gegründet hat, die neue Kirche auf dem Felsen des Petrus. Und ihr seht, schon im Kleinen in Galiläa ist die ganze Kirche gegenwärtig. Sie bringen alle zur Kirche, alle Kranken, Besessenen, die gebrochen sind in den Herzen, die verwundet sind, verletzt sind, und sie bringen sie alle vor die Haustüre der Kirche. Das müsste eigentlich die Kirche sein, dass sie genau für die sorgt. Wenn wir das nicht mehr tun, keine Exorzisten bestellen, keine Priester, die für Menschen beten, auch wenn sie in der Weise bedrängt sind oder verwundet sind, verletzt sind,
Schicksalsschläge haben und aus der Kindheit verwundet sind, aus dem Mutterschoß verwundet sind, in der Kindheit missbraucht sind. Weil der größte Missbrauch geschieht ja nicht nur in der Kirche, sondern der größte Missbrauch geschieht innerhalb der ganzen Familie, der Großfamilie, mit den Nachbarn und so weiter. Das ist die größte Zahl. Viele sind auch in der Weise da im tiefsten verwundet, weil sie missbraucht wurden, seelisch oder auch körperlich missbraucht wurden. Und die Kirche muss da sein, denen zu helfen. Das ist natürlich ein Skandal, wenn das Priester noch selbst machen. Wenn das hineingeschwappt ist aus der Gesellschaft in die Kirche hinein und dann selbst die Priester die Delikte vollbracht haben. Das ist furchtbar, ein Skandal und eine Schande. Aber Gott beginnt seine Reinigung eben in der Kirche. Und er will dieses Krebsgeschwür auch rausholen. Und deswegen muss alles aufgearbeitet werden, im Tiefsten, aber auch in der Gesellschaft, in den Familien und all jene, die es tun. Also Gott will alle Krankheiten, alle Leiden, alle Gebrechen in den Fokus nehmen. Das ist die Aufgabe der Kirche. Er will sich um den Menschen kümmern. Und das ist die erste Aufgabe der Kirche. Und alle Kranken sollten eigentlich zur Kirche gebracht werden, zum Herrn selbst, nicht zu uns, die wir beauftragt sind von Jesus, dass wir für die Kranken beten und dass dann Exorzisten Dämonen austreiben und dass Priester beten um Heilung und Befreiung, so wie sie es können, in der Ordnung der Kirche. Das müsste eigentlich die Aufgabe sein. Dann wird die Kirche glaubwürdig, sonst nicht. Wenn sie das nicht mehr macht und sorgt sich nur noch um die Verwaltung, um alles Mögliche, was dranhängt, um Besitztum und nicht mehr in der Kernaufgabe der Verkündigung des Evangeliums, aber dann diese Zeichen und Wunder tut, die der Herr selbst getan hat, weil er sagt ja, ihr werdet noch größere Zeichen und Wunder tun, wie ich es getan habe. Also will er es. Und wir haben es irgendwo verpasst. Wir haben einfach vielleicht nicht mehr dran geglaubt, dass das die beste Missionsmethode ist, der beste Werbespot ist für die Ausbreitung des Evangeliums. Jetzt glaubt uns ja niemand mehr, weil nichts mehr geschieht, weil keine Zeichen und Wunder geschehen. Aber der Herr würde sie wieder tun, so wie er es am Anfang getan hat, weil er ganz klar den Auftrag gegeben hat, denen, die zum Glauben kommen, und das sind vorwiegend die Apostel, das sind die Priester, die Verkündiger des Evangeliums, jene, die zum Glauben kommen, werden folgende Zeichen und Wunder nachfolgen, heißt es im Griechischen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Kranke heilen, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden, sie werden über Schlangen und Skorpione treten, es wird ihnen nichts anhaben. Sie werden tödliches Gift trinken, es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Tote zum Leben auferwecken. Diese Zeichen und Wunder will Jesus hervorbringen. Es ist ein Erweis, dass du glaubst. Wenn wir aber nicht mehr glauben, geschieht gar nichts mehr. Das ist die wahre Missionsmethode. Ich bin jetzt so lange als Missionar unterwegs, das kann ich mittlerweile sagen. Das ist die Missionsmethode, schlicht und einfach. Im Namen Jesu jene Werke tun, die Jesus selbst getan hat, letztlich nicht wir. Ich muss mich korrigieren, indem ich das ausspreche. Der Herr tut diese Werke in uns, weil wir mit ihm verbunden sind. Weil wir in ihm leben. Und er bringt diese Werke in uns wieder hervor. In den Bischöfen, in den Priestern, in den Diakonen, in den Ordensleuten, sogar bei den Laien, die so tief glauben, die brauchen vielleicht ein Gegrüßet seist du Maria beten, wie die Theresia von Avila, wo sie einen Besessenen gebracht haben zu ihr. Und die Exorzisten haben es nicht mehr geschafft. Dann hat sie ein Gegrüßet seist du Maria gebetet und der Dämon ist ausgefahren. Wie sehr ist gerade die Mutter jene erste Exorzistin,
wie der Schlange den Kopf zertritt, das Gott ankündigt in der Genesis. Wenn wir sie rufen, dann geschieht große Befreiung und Heilung. Die größten Wunder geschehen durch sie, wenn wir sie anrufen. Ihr seht schon ganz früh also, ist vor der Haustüre die größte Missionsmethode durch Jesus angezeigt und aufgezeigt. Und wir können nicht drum rum. Wir müssen das leben, was er gelebt hat. Wer sagt, dass er ihn kennt, muss auch so gelebt haben, wie er gelebt hat. Und das gilt für uns, die wir ihm nachfolgen, in spezieller Weise, gerade, dass wir das schlicht und einfach tun, indem wir glauben an ihn und er wieder diese Werke und Wunder hervorbringt. Die schlichteste und einfache Methode, aber da drücken sich wirklich viele davon, weil man eben nicht mehr daran glaubt. Man glaubt nicht mehr. Die ganze Stadt war vor der Haustüre versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was hier passiert ist. In Kapharnaum, wir waren ja schon so viel Mal, ich war jetzt 15 Mal im Heiligen Land, vor dieser Haustüre des Petrus, was für ein Zeichen, da geschieht schon alles, eine Vollmacht. Er sagt, sei geheilt und es ist so, er berührt einen und er ist gesund. Er steht auf von seiner Bahre und ist gesund. Der eine hat Krebs, der hat vielleicht Geschwüre und es ist weg. Sie bringen Unreine her und er berührt sie. Und die Unreinheit weicht von den Menschen. Genauso wie das Fieber von der Schwiegermutter weicht. Manchmal ist das die größte Sünde und das größte Wunder dann, dass Jesus wirkt. Dass dieses Sündenfieber mal von uns weicht und der Herr uns aufrichtet. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Jetzt bricht eine ganz neue Zeit ein. Jetzt kommt der Stärkere, der den Schwächeren bindet und fesselt. Er wirft ihn sogar hinaus, heißt es im Evangelium, aus dieser Weltzeit. Also seine Macht ist gebrochen seit der Erlösung. Und da muss er weggehen, weil die Menschen wollen sofort Jesus packen. Den behalten wir für uns, ein Privat-Jesus, ein Privatpfarrer, ein Privatkaplan, ein Privatexorzist oder sonst irgendwas. Die wollen wir bei uns haben, dass das ständig in unserem Dorf geschieht. Wisst ihr, was Jesus macht? Er zieht sich all dem Zugriff weg und entzieht sich. Er geht an einen einsamen Ort und betet. Das müssen auch wir machen, wenn mal Großes geschieht. Dann müssen wir beten, an einen einsamen Ort gehen und fliehen. Und sie suchen ihn. Alle suchen dich. Den wollen wir für uns. Speziell. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen. In die benachbarten Dörfer, damit auch ich dort predige. Wisst ihr, das Evangelium kannst du nicht binden an einen Ort. Deswegen sagt er zu dem einen, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jetzt ist das Evangelium wie ein Lauffeuer durch die ganze Welt, muss es eilen. Keine Ruhe. Immer auf Achse. Geht hinaus. Nicht festbleiben und schön einnisten auf dem Sofa, das Christentum. Nicht so sehr ist so schlimm wie ein Softie-Christentum, das sich in den Ecken einnistet und sich irgendwie ein schönes und bequemes Refugium sucht. Nicht so schlimm für das Christentum, wenn man sich so einnistet und ein schönes Leben führen will. Wenn wir nicht mehr auf Achse sind, zu den Menschen gehen, dass das Evangelium überall hinkommt auf die ganze Welt. Das will er. Überall predigen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Jetzt bricht ein neues Reich an. Das ist ein tiefes Evangelium. Alles darin, das ist die Missionsmethode Jesu Christi. Und meine Lieben, das muss auch unsere Missionsmethode sein. Weil, das sage ich euch, Christus
hat die beste Missionsmethode. Wir brauchen nicht eigene Missionsmethoden suchen in der Kirche. Wir müssen sie nachmachen, was Jesus getan hat. Und dann ist er dabei. Oder dann ist er, der handelt. Dann hören wir endlich mal in unserer Kirche auf, selbst zu handeln. Dass wir ihn abschwächen und alles Mögliche selber tun wollen, abschwächen und alles Mögliche wegdividieren und wegrationalisieren, dass es so nach dem Mund ein Softie-Christentum ist, das im Grunde so abgeschwächt ist, dass es gar keins mehr ist. Sondern wir sollen genauso handeln, wie er gehandelt hat. Wenn wir uns dafür schämen, dann wird auch er sich unser schämen. Er will aber, dass wir uns nicht schämen, dass wir genau das Gleiche tun. Das zeigt dann letztlich, ob wir zu ihm gehören. Deswegen zieht er die Jünger weg. Wir tun es auch über irgendwo anders, damit sie immer stärker werden im Glauben und selbst dann, wenn Jesus in den Himmel auffährt, das Gleiche tun, was er gemacht hat. Letztlich Jesus in ihnen. So ist er im Unsichtbaren, in den Verkündern, in den Aposteln, in den Bischöfen, in den Priestern, in den Verkündern und auch in den Laien, der letztliche Missionar. Mit ihm müssen wir uns verbinden, dass er das, was am Anfang getan hat, wieder durch uns tut. Das ist die Missionsmethode Jesu Christi. Ich will keine andere haben. Wir müssen alle dafür beten, dass diese Missionsmethode wieder in die Kirche zurückkehrt. Dass wir das tun, was hier drin steht. Und nicht alles andere tun, was wir denken zu tun. Dann kann nämlich Gott nichts mehr durch uns tun. Wenn wir aber das tun, was er getan hat, wird er es in uns tun. Das ist die Missionsmethode Jesu Christi. Amen.